Großbritannien war es wirklich Rekord, also englisches Regenwetter, nichts war's. Ja. Und übrigens war dieser Woche auch, steht dieser Sommer auch in den Niederlanden, Belgien, Schweden, Finnland und Dänemark auf Platz 1. Ja, und unter anderem das hier ist dabei herausgekommen. Das ist eine Zeitreihe der Temperaturabweichung, also der Temperaturanomalie April bis August. Also rot heißt zu warm. Blau heißt zu kalt. Das Ganze startet 1881 und endet, klar, bei 2018. Tja, und 2018 war mit 3,6 Grad mehr als normal deutlich auf dem ersten Platz, nicht auf dem zweiten, wie im Zeitraum Juni, August. Ja, und das stützt doch unseren Eindruck, dass es wirklich schon seit Ostern, seit April durchgehend Sommer war bei uns. Außerdem kann man an dieser langen Zeitreihe sehr gut auch den insgesamten Trend sehen. Es wird eben immer wärmer durch den Klimawandel. Außerdem gab es bei uns seit 1990 nur einen Zeitraum, April bis August, in dem es wirklich zu kühl war. Das ist hier dieser kleine Balken 1991. Tja, also man könnte wirklich noch viel erzählen. Wir kommen aber mal zum aktuellen Wetter. Einen relativ trüben Tag haben wir heute und ja zwei Kaltfronten. Die Gewitter und Schauer brachten gestern und heute hier in einem Bogen die eine, die jetzt nach Osten abzieht. Und hier die andere, die mit höhenkalter Luft aus Nordwesten immer noch mal gewittrige Schauer bringt. Hier sehen wir das Ganze noch mal. Ab morgen macht sich aber aus dem Westen ein Hochdruckgebiet wieder breit. Und dann vor allem in der Mitte und im Süden hier. Der Norden wird immer noch von Tiefdruckausläufern gestreift. Also da ist es ein bisschen wechselhaft. Deswegen in der Nacht an der Nordsee auch bleibende, direkt an den Alpen abklingende Schauer. Hier im Süden auch ein paar Nebelfelder. Sonst klart es aber auf. Und wenn das über den westlichen Mittelgebirgen passiert, dann kann es hier morgen früh bei nur 4 Grad immer richtig kalt werden. Im Passauer Raum bleibt es bei 13 Grad. Die Temperaturen morgen sind relativ moderat, um 20 Grad. 17, 18 hier an der Nordsee, 23 am Oberrhein. Tja, und dann schauen wir mal auf den Vormittag dazu. Der ist sehr freundlich, vor allem in einem breiten Streifen hier über der Mitte. Im Südosten hängt erstmal noch der Nebel. An der Nordsee schon wieder Schauer, die lassen nachmittags zwar nach, aber mit einem mäßigen westlichen Wind und auch stürmischen Böen an der Nordsee ziehen in den Nordwesten richtig dichte Wolken. Und wenn wir da jetzt mal auf die